Ich möchte eine Straße in München vorstellen, die man jetzt eigentlich gar nicht kennen braucht. Diese Straße ist nicht besonders groß, nicht besonders klein. Sie befindet sich in der Nähe einer größeren Straße und da gibt es ein großes Haus und das ist also ein ganz beliebter Treffpunkt vieler Münchner. Und dann gibt es dort auch noch ein Kapuzinerkloster. Danach ist die Straße benannt, auf der die meisten Leute einfach nur vorbeirauschen in Richtung Wittelsbacher Brücke. Es gibt da eine Tankstelle, da kann man also parken, tanken. Man kann aber auch nach links abbiegen, also von der Kapuzinerstraße aus. Und da beginnt dann die Dreimühlenstraße. Und da ist also ein Altenheim und dort endet die Dreimühlenstraße. Also da gibt es so eine Überführung, da rauschen Züge vorbei. Und ja, also ganz am Ende ist ein Parkplatz. Und darauf befindet sich ein Supermarkt. Und ganz am Ende, da beginnt dann der Großmarkt. Das ist Lydia. Lydia ist eine ganz tolle Fotografin. Sie hat nämlich dieses Bild gemacht. Und also das zeigt mich. Ich bin Andreas Bodenstengel und wir beide wohnen in der Dreimühlenstraße und ich habe diese Fotos gemacht. Und ja, die Dreimühlenstraße ist Namensgeber eines ganzen Viertels und also es ist benannt nach diesen drei Mühlsteinen, die hier aufgestellt sind. Und liegt in der Isarvorstadt. Ja, eigentlich besteht die Dreimühlenstraße, das Dreimühlenviertel nur aus zwei Straßen, aber dann gibt es noch zusätzlich die Ehrenhutstraße. Da hat Erkan mal einen Bodygum gehabt und gab es auch mal einen Laden für Berufskleidung und hier endet die Ehrenhutstraße. Und dann gibt es noch die Reifenstuhlstraße. In der Reifenstuhlstraße gibt es einen Bierschuppen. Dann gibt es dort ein wachsames Auge und eine öffentliche Bibliothek. Ja, zurück zur Dreimühlenstraße. Die dämmert eigentlich so vor sich hin. Also es sind eigentlich eher wenig Leute dort anzutreffen. Und das ist auch eigentlich zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten mehr oder weniger eigentlich der Fall. Aber nochmal zurück. Es gibt also, wie gesagt, ein Altenheim mit alten Menschen. Es gibt aber auch vermutlich junge Menschen. Also dann gibt es Tiere. Und es gibt noch mehr Tiere. Also es gibt Blumen und auch eine Blumenwiese. Dann gibt es eine Wiese ohne Blumen. Und dann gibt es Blumendiebe. Ja, also die Bewohner sind furchtbar arm. Hier das berühmte Mädchen mit den Schwefelhölzern. Und ja, also gegenüber vom, also da am Kloster, da werden deshalb immer so Stände aufgebaut, wo also eine Organisation an die Bewohner Lebensmittel kostenlos verteilt. Und ja, manchmal gibt es dann auch so einen Euro-Shops. Also wie gesagt, die Bewohner haben jetzt nicht so viel Geld. Und ja, also man hilft sich so, indem man einfach Kleider so raushängt, an die Straße hängt. Das eigentliche Olympiazentrum, wissen viele nicht, ist in der Dreimühlenstraße. Und also da gegenüber von diesem Motorrad, was dann immer so schwarz abgedeckt ist. Und ja, dann sind laufend Baustellen, also die Straße wird regelmäßig aufgerissen und dann wird das Ganze wieder zugemacht und sich das wandert dann so durch die Straße und ja, deshalb gibt es jetzt also gilt für alle Fahrradfahrer die Helmpflicht. Und ja, also in der Nähe von der Dreimühlenstraße, also in der Isartalstraße, da war mal ganz lange eine Baustelle. Da gab es also ein Unternehmen, das hieß Rosenstock. Die haben dann erkannt, dass das gar nicht mehr so cool und in ist, wenn man die Adresse Isartalstraße hat. Und das wurde dann abgerissen und dafür wurden dort Wohnungen gebaut und ja, das steht jetzt und irgendwer hat dann gegenüber Chance auf diese Mark geschrieben. Ja, weil da so viele Baustellen sind, finden auch regelmäßig Baustellenpartys statt. Also man versucht auch den Nachwuchs da ranzuführen und klar, das Thema Verkehrsschilder, also das wird aufgegriffen. Hier so von Wanderbaustellen bekannt, dieses Zeltdach, aber natürlich klar, logisch Absperrungen mit so Lichtern, dann
Kabel, die einfach so verlegt werden. Ja, irgendwann, manche haben auch genug von diesen Schildern, die werden dann einfach auf die Straße gelegt. Also es gibt auch Musik, also hier wird getrommelt und das ist eine Lichttrommel. Und ja, also man sitzt dann meistens so bis zum Abend, auch in der Nacht sitzt man dann so also im Rahmen dieser Baustelle eben. Und ja, das ist eine Aktion gegen Feinstaub, also wo ein Bewusstsein geschaffen werden soll. Wie man auch sieht, das gibt Menschen, die dann also erstmal nicht drauf. Ja, das ist die Straße wieder im Normalzustand. Und ja, also es gibt Bäume und also es gibt noch mehr Bäume. Und also da gibt es dann so Menschen, die dann mit diesen Bäumen reden und also die streicheln und da gibt es dann, hier steht eine Mutter mit Kind bereits an und ja, ab und zu, also nein, nicht ab und zu, eigentlich regelmäßig, eigentlich dauernd, rauschen Züge aus aller Herren Länder über diese Eisenbahnbrücke und das ist dann der Moment, wo sich die Bewohner der Welt verbunden fühlen können. Das sind Plakate, die auf diesem berühmten Pferdemarkt, der im nahegelegenen Viehhofgelände mal stattgefunden hat, hinweisen. Hier, wieder das Ende der Straße, ein Parkplatz. Ja, der Supermarkt hat eigentlich komplett alle Kaufkraft, die noch vorhanden war, weggesaugt. Und nachts wird der Supermarkt komplett leergeräumt und also es finden dann so wilde Techno-Partys statt. Ja. Und